Herzlich willkommen bei girlsandgames.de. Ich bin Miri. Und ich bin Susanne. Und wir spielen heute zusammen das Spiel des Tages Monster-Hai-Kuchen. So, wir haben das Spiel schon gestartet. Und jetzt steigen wir einfach mal ein. Genau, und dann, Susanne, schau doch mal, was wir so im Angebot haben. Hier ist noch der nackte Kuchen. Ja, wir haben hier verschiedene Glasuren. Klick dich doch einfach mal durch, genau. Eingestellt ist Schokolade, aber wir haben hier auch so eine Zuckerglasur in Blau, in Rosa, Weiß und Grün. Oder so eine schöne Mischung aus Schokolade und einer weißen Glasur. Was denkst du denn? Nochmal das da unten. Ich weiß nicht, also wir wollen ja unser Kuchen eher Halloween-mäßig machen, oder? Weil das ist ja auch ein Halloween-Spiel. Deswegen sollte es schon entweder, also Weiß finde ich dann ein bisschen zu hell. Naja, vielleicht Grün oder? Genau, oder Grün finde ich auch recht gruselig, so Schleim und so, an das erinnert mich das. Und genau. Dann nehmen wir Grün. Nehmen wir Grün, okay. Dann, was ist das hier? Das sind jetzt irgendwelche Muster, die wir da auftragen können. Ah, die oberen sind also für die obere Ebene und die anderen für die untere, okay. Genau. Ja, mit den Zuckerstreifen, das sieht jetzt nicht sehr Halloween-artig aus. Nee. Eher wie Kindergeburtstag so, ne? Genau. Ich bin ja für die Augen und die Zähne. Ja, das sieht auch am gruseligsten aus. Ja, ja, grün mit grünen Streifen. Sieht man jetzt nicht ganz so gut. Kariert. Bisschen oldschool. Das sieht fast so aus wie eine Hochzeitstorte, wenn das dann mit den weißen Hexen ist. Dann blick doch nochmal das mit den Zähnen an. Das finde ich persönlich ganz gruselig. Das passt auch zusammen vom Stil her. Also gleich der obere und der untere Teil der Torte. Okay. Wir sind zufrieden, oder? Ja, ich denke, das können wir so lassen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Hier sind jetzt die Verzierungen für Ober. Gespenster! Ja! Oder Totenköpfe mit schönen rosa Monsterhai-Schleifen. Oh. Ist auch mal extravagant. Ne? Ganz standardmäßig die Halloween-Köpfe. Und hier sind wieder so Smarties als Spinnen. Ist auch nicht schlecht. Das passt natürlich farblich das auch ganz gut, ne? Ja, aber hier verschwinden wieder die grünen Zierperlen. Stört dich das? Ich weiß nicht. Das beißt sich halt so ein bisschen. Das stimmt, das schon ja, besser. Das ist zu hoch. Oder guck doch nochmal die Gespenster. Was hältst du von denen? Oder lieber was Großes nach unten? Was Großes nach unten, was Kleines nach oben. Ich glaube, dann nehmen wir am besten tatsächlich diese Perlen. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn man die Kuchen nicht sieht. Gibt es eine kleine Überraschung, wenn man den Kuchen dann isst, ne? Und dann unten die Gespenster. Oder die komischen Totenköpfe. Also ich finde die Totenköpfe echt stylisch, so mit der pinken Schleife. Also ich weiß nicht, ist mal echt was ganz Besonderes. Ja, und die pinken Schleife passt auch zu den pinken Kugeln oben. Genau, ja. Also nehmen wir die. Nehmen wir das. Ja, gut. Nehmen wir die. Dann geht's weiter. Was ist das? Klick mal was an. Wo kommt es jetzt drauf? Ah, da oben. Okay. Das kommt ganz oben. Ein Spinnennetz. Ah. Ja, in verschiedenen Formen. Ah, ja. Guck mal, die wir auch da auf der Torte oder auf dem Kuchen drauf haben, sind das? Das sind die, ja genau. Das diese, sind die. Keine Ahnung, wie nennt man das? Spinnen mit, keine Ahnung. Ich finde, sie sehen aus wie Smarties. Jelly Beans. Jelly Beans Spinnen. Oder Smarties Spinnen. Okay, so anders. Ja, das ist etwas zu bunt. Für Halloween ist es zu langweilig. Das Weiß wirkt nicht, außerdem sind ja Spinnennetze bekanntlicherweise auch schwarz. Oder zumindest wirken sie schwarz, ja? Oder einfach nur so eine große, dicke Spinne. Das ist natürlich auch eklig. Ja, da freut man sich immer, den Kuchen zu essen. Wenn eine große Spinne drauf sitzt. Ja. Also ich habe ja Angst vor Spinnen. Also, nicht Angst, aber ich ekel mich und ich erschrecke mich auch meistens, wenn ich eine sehe. Ich habe erst gestern bei meinem Freund in der Wohnung eine schwarze, fette Spinne getötet und ich musste zweimal draufschlagen, weil sie beim ersten Mal nicht kaputt gegangen ist. Ich muss gestehen, ich mag Spinnen, aber es gibt einen Moment, in dem ich Spinnen hasse, und zwar in der Dusche. Oh ja, das ist auch ganz eklig. Das ist das Furchtbarste, was es gibt. Was meint ihr denn dazu? Ist euch schon mal so eine eklige Spinnenbegegnung passiert? Erzählt sie uns doch mal, schreibt sie uns mal unter das Video. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Also, welches Spinnennetz möchtest du nehmen? Ich finde ja das ganz schickig mit der Spinne so am Rand. Ja. Oder möchtest du wirklich etwas die fette dünn. Spinne? Nein, ich finde es etwas zu dünn. Ich finde, es wirkt nicht so gut. Ach so, ich finde oben, ja genau, das finde ich schon besser. Okay. Ja gut. Wir sollten es auch nicht zu bunt machen mit diesen bunten Smarty-Spinnen. Das wäre zu viel. Ja, dann nehmen wir das. Okay. Das ist jetzt nochmal. Ah, das noch mal Verzierungen. Okay. Guck mal, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Da oben seilt sich auch eine Smarty-Spinne ab. Stimmt. Ist dir schon aufgefallen? Nee, ja,
jetzt, wo du sagst. Sehr süß, oder? Die will auf unseren Kuchen. Ja, die hat schon richtig Lust. Schönes Gift. Oh, das ist natürlich mit Kerzchen, hier. Das ist cool. Gothic, und, das, ja. Und das passt gut zu den Totenköpfen unten. Wir machen jetzt einen Halloween-Sektenkuchen. Das ist schon fast ein bisschen zu langweilig. Also das fände ich besser für unten, weil unten sind ja, haben wir ja diese Kugeln, sonst sind die verdeckt. Deswegen sollten wir unten etwas Flaches nehmen und oben etwas höheres. Ach ja, stimmt, unten gibt es ja auch. Ja. Das sieht doch gut aus unten, das ist, oder? Ja, das ist gut, das passt gut. Was nehmen wir jetzt oben? Wirklich doch die Kerzen? Was meinst du? Ich finde die Kerzen toll. Ich finde die Kerzen auch schön. Nehmen ja, wir die dann einfach. Nehmen wir die Kerzen. Ja. Und das ist jetzt... So, jetzt kommt noch oben drauf. Ah. Der riesengroße Totenkopf mit der pinken Schleife. Wunderschön, aber nicht gruselig, ne? Nein, nicht, ist alles, aber nicht gruselig. Was sind das hier, Lollipops? Ja, das sieht so aus, ne? Okay, machen wir weiter. Ich mag ja das. Ja, das ist echt das gruselig, finde ich auch. Aber dann ist halt leider unsere Spinne verdeckt, ne? Ja, das passt nicht zum Rest, auch wenn es am coolsten ist. Oh, das ist dein Geburtstags-Halloween? Ja. Torte, Kuchen. Und was ist das letzte noch? Das ist ein Monster-High-Logo. Das würde auch zum Rest passen, aber auch, leider auch nicht gruselig. Was sollen wir tun? Das Auge. Nehmen wir das Auge. Wir werfen ein Auge auf den Kuchen. Okay. Und der Kuchen hat ihn sogar gefangen. Guck, siehst du das? Da sind ja, so das ist perfekt. Grüne Hände mit blauen Fingernägeln, die das Auge halten. Okay, guck mal, jetzt können wir gleich noch den Hintergrund hier auswählen. Kommen wir in einen anderen Raum. In den Keller? Ich weiß nicht. Das war, aber ich sah nicht wie Klaus, weil im Hintergrund klickt nochmal das andere an. Da ist ja so ein Fenster, wo der Vollmond scheint rechts. Stimmt. Ich weiß nicht. Wollen wir einfach mal einen anderen Hintergrund nehmen, was anderes ausprobieren? Ja, damit es mal anders aussieht. Okay. So, und jetzt sind wir fertig. Mit unserem schönen Kuchen. Und wie findest du unseren Halloween-Kuchen, Susanne? Ich finde den ganz besonders toll. Der ist richtig gruselig und ich will ihn mal nicht gleich aufessen. Das Auge, das große Auge will ich direkt ja, ich reinbeißen. Ich kann mir vorstellen, dass da was ganz Flüssiges rauskommt. Ja, das ist sowieso alles nur aus Zucker. Das ja, ist doch Deko. Das schmeckt. So, und wir haben jetzt da oben noch die Möglichkeit, da könnten wir das als Bild speichern oder ausdrucken. Oder den Ton ausschalten oder direkt mit unseren Freunden auf Facebook teilen. Was wir jetzt aber nicht machen werden. und ich hoffe, es hat euch gefallen. Susanne? Ich fand das Spiel lustig. Und ich finde es auch mit den schönen Augen und Totenköpfen. Das ist nicht ganz so langweilig. Ja, man stimmt sich schon so richtig auf Halloween ein, ja, das, oder? Ich mag Halloween-Deko, deswegen finde ich das ganz toll. Man hat es ja auch nur einmal im Jahr. Ja, ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Nur Halloween wäre, glaube ich, langweilig. So, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch unseren Artikel lesen, also besser gesagt meinen Artikel von Miri, auf unserem girlsandgames.de Blog, wo ihr den Link direkt unter dem Video findet und den Link zum Spiel natürlich auch, wo ihr dann mal direkt euren eigenen Halloween-Kuchen dekorieren könnt und vielleicht könnt ihr uns ja auch mal ein Bild oder irgendwas schicken. Ich würde mich drüber freuen und Susanne auch und wir verabschieden uns dann.